Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt hat sich weiter verschärft. Der ukrainische Präsident Poroschenko beschuldigte Moskau, Truppen über die Grenze gebracht zu haben, die die Separatisten unterstützten. Russland wies das zurück. In den vergangenen Tagen gab es wiederholt Berichte über eine direkte militärische Einmischung Russlands. Nach Angaben der Regierung in Kiew übernahmen russische Soldaten im Südosten des Landes unter anderem die Ortschaft Nowoasowsk. Das ukrainische Militär zog deshalb bei Mariupol Truppen zur Verteidigung der Großstadt zusammen. Es gibt eine faktische Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Es waren diese Worte Petro Poroschenkos, die heute Morgen als Schlagzeilen um die Welt gingen. Er sage seinen Türkei-Besuch ab. Der Platz des Präsidenten sei jetzt in Kiew. Noch stehen diese russischen Soldaten nur nahe der ukrainischen Grenze. 20.000, so die NATO, mit hochentwickelten schweren Waffen. Noch über 1.000 seien bereits in der Ukraine aktiv. Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, bestätigt dieser Separatistenführer dann, dass mit uns viele russische Freiwillige kämpfen, 3.000 bis 4.000. Viele sind zurückgegangen, aber noch mehr sind geblieben. Der ukrainische Sicherheitsrat zeigte heute diese Bilder, die einen russischen Panzer innerhalb der Ukraine zeigen sollen. Schwere Kämpfe auch heute in Donetsk, ohne dass der Frontverlauf hier klar erkennbar wäre. Im Süden jedoch auf dem Weg in die Hafenstadt Mariupol erzielten die Separatisten militärische Erfolge. Diese Demonstranten in Kiew forderten heute von der Regierung eine bessere Bewaffnung der ukrainischen freiwilligen Bataillone, von denen einige seit Tagen eingeschlossen sind und die verzweifelt um Verstärkung bitten. Bisher offenbar vergeblich. Schon seit Mitte August häufen sich die Indizien dafür, dass nicht nur Panzer und Artillerie aus Russland kommen, sondern auch kampferprobte Militärs. Doch erst in den letzten beiden Tagen, nach der spektakulären Festnahme der russischen Fallschirmjäger und nach den völlig überraschenden, kraftvollen Gegenoffensiven der Separatisten, scheinen auch die westlichen Regierungen jetzt wahrzunehmen, der Kreml will offenbar mit aller Gewalt eine Niederlage der Separatisten verhindern. Auch international wächst die Kritik an Russland. So gibt es Forderungen nach einer Verschärfung der Sanktionen. Die NATO ist überzeugt, dass russische Truppen auf Seiten der Separatisten kämpfen und veröffentlichte heute Satellitenbilder, die dies beweisen sollen. Ein russischer Militärkonvoi, angeblich unterwegs auf ukrainischem Gebiet nahe Krasnodon. Das Satellitenbild soll aufgenommen worden sein am 21. August. Mit solchen Fotos will die NATO belegen, dass Russland in den letzten Tagen militärisch massiv aufgerüstet hat. Die Satellitenfotos, die wir heute veröffentlichen, zeigen zusätzliche Beweise, dass russische Kampftruppen, ausgestattet mit hochtechnischen schweren Waffen, auf dem Gebiet der souveränen Ukraine aktiv sind. Die Beweiskraft der heute verteilten Fotos ist umstritten. Doch das westliche Militärbündnis ist sich sicher, Russland würde die Lage zuspitzen. Die NATO-Mitgliedsländer sind besorgt, so auch Deutschland. Wir wollen diplomatische Lösungen, wir werden da auch nicht nachlassen, aber wir müssen feststellen, dass sich die Dinge in den letzten Tagen wieder erschwert und verschlechtert haben. Angela Merkel kündigt an, dass die Europäische Union am Samstag über härtere Sanktionen beraten wird. Auch der französische Präsident verschärft den Ton gegen Russland. Die Europäer müssen die Sanktionen ausweiten, solange wie auch dieser Konflikt weiter eskaliert. Auch wenn die NATO nicht von einer militärischen Invasion spricht, so sagt sie doch, russische Militärs kämpfen in der Ukraine. Morgen treffen sich die NATO-Botschafter hier in Brüssel zu einer Krisensitzung. Die Diplomaten sind äußerst besorgt. Denn die bisher verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland, auf die der Westen so sehr gesetzt hat, sie scheinen Präsident Putin nicht zu beeindrucken. Im Bürgerkriegsland Syrien sind UN-Soldaten verschleppt worden. Bewaffnete Rebellen brachten 43 Blauhelm-Soldaten auf der syrischen Seite der Golanhöhen in ihre Gewalt. Weitere 81 Soldaten seien derzeit eingekesselt, teilten die Vereinten Nationen in New York mit.
Die Soldaten überwachen die Waffenruhe zwischen Israel und Syrien, die 1974 geschlossen wurde. Zudem gibt es Berichte, die Terrormiliz Islamischer Staat habe ein Massaker an Angehörigen der syrischen Armee verübt. 7 Wochen nach Beginn des Nahostkrieges hat die Waffenruhe zwischen radikal-islamischer Hamas und Israel bislang gehalten. Teil der Vereinbarung war, dass Israel die Blockade des Gazastreifens lockert und die Grenzen für Hilfsgüter und Baumaterial öffnet. Während des Gazakrieges waren Lebensmittel in dem Gebiet knapp geworden. Viele der 1,8 Millionen Bewohner des Palästinensergebietes sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Wir sind in Gaza-Stadt unterwegs. Hier kämpfen die Menschen ums Überleben. Die wenigen Ausgabestellen für Hilfsgüter werden kurz nach der Waffenruhe fast überrannt. Mein Haus ist kaputt, total hin. Und zurzeit also bin ich so gesagt staatenlos, obdachlos. Man wartet aus, irgendwie Hilfe zu bekommen von irgendwelchen Ecken. Nur wenige Meter weiter. Radikale Palästinenser zeigen sich das erste Mal seit Wochen posieren. Ein zynisches Spiel. Obwohl mehr als 2000 Menschen getötet worden sind, sehen sie sich als Sieger. Wir haben eine Menge Erfolge erzielt und der israelischen Armee viele Verluste zugefügt. Weite Teile des Gazastreifens gleichen einer Trümmerwüste. Der Wiederaufbau wird teuer und Jahre dauern. Noch schlimmer aber sind die seelischen Verletzungen, vor allem bei den Kindern. Die seit langem verfeindeten Palästinenserparteien hat der Krieg aber eher zusammengeschweißt. Nach diesem Krieg sind wir jetzt alle vereint gegen Israel. Wenig Hoffnung auf eine friedliche Zukunft ist in Gaza zu spüren. Viele Fischer bleiben heute an Land, der Waffenruhe trauen sie nicht. Zu oft sind sie enttäuscht worden. Die Hauptforderung der Palästinenser ist, dass die Blockade aufgehoben wird. Von ägyptischer und israelischer Seite her. Auch die Seeblockade soll beendet werden und es soll auch einen Flughafen geben. Die Israelis wollen dafür Sicherheitsgarantien. Es könnten schwierige Verhandlungen werden in Kairo in den nächsten Wochen. Der bisherige türkische Ministerpräsident Erdogan ist heute vor dem Parlament in Ankara als neuer Staatspräsident des Landes vereidigt worden. Viele Abgeordnete der Oppositionspartei CHP nahmen nicht an der Vereidigungszeremonie teil. Der islamisch-konservative Erdogan hatte im Vorfeld angekündigt, das Amt des Staatspräsidenten mit größeren Machtbefugnissen ausstatten zu wollen. Die Opposition befürchtet eine systematische Aushöhlung der Gewaltenteilung. Darauf hat er lange hingearbeitet. Recep Tayyip Erdogan bekommt von seinem Vorgänger die Schlüssel zum Präsidentenpalast. Er werde ein starker Präsident sein, sagte er, und sich viel mehr in die Regierung einmischen als noch sein Vorgänger. Schließlich sei er der erste vom Volk gewählte Präsident der Türkei. Am frühen Nachmittag legte er im Parlament seinen Amtseid ab. In der Eigenschaft als Staatspräsident gelobe ich, den Bestand und die Unabhängigkeit des Landes, die Unteilbarkeit des Landes und des Volkes, die vorbehaltlos und uneingeschränkte Hoheit des Volkes zu schützen. Kurz vor der offiziellen Vereidigung kam es zu Unstimmigkeiten wegen des Ablaufs der Veranstaltung. Daraufhin verließen einige Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP das Parlament. Oppositionschef Kılıçdaroğlu war erst gar nicht erschienen. Er ließ ausrichten, einem gelogenen Eid müsse er nicht beiwohnen. Viele Kritiker befürchten, dass Erdogans islamisch-konservative AKP zu einer Ein-Mann-Partei werde und die Regierung letztendlich auch, mit einem geschwächten Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu. Die Grundgedanken von Staatsgründer Kemal Atatürk werden demnach bald nicht mehr geachtet, befürchten viele, nämlich Staat und Religion strikt zu trennen. Jetzt strebt Erdogan eine Verfassungsreform an, damit er als mächtigster Präsident in die türkischen Geschichtsbücher eingehen kann. Die Bundesregierung hat den westlichen Balkanstaaten eine klare Perspektive Richtung Europäischer Union signalisiert. Auf einer Konferenz in Berlin mahnte Bundeskanzlerin Merkel aber auch Reformen in den betroffenen Ländern an. Während Slowenien und Kroatien bereits EU-Mitglieder sind, müssten die restlichen Nachfolgestaaten Jugoslawiens und Albanien noch viel Arbeit leisten bei den Themen Wettbewerbsfähigkeit, Rechtssicherheit und Infrastruktur. Bei Gipfeltreffen heißt dieser Moment Familienfoto. Doch im Streit um das Erbe des früheren Jugoslawiens hat sich die Staatenfamilie des westlichen Balkans blutige Kriege geliefert. Und auch heute verdeckt das Lächeln in Richtung Europa, wie gegensätzlich sich die 8 Länder der Region seitdem entwickelt haben. Doch am Ende verspricht die Kanzlerin allen eine Beitrittsperspektive für die EU.
Wir wollen, dass dieser Prozess zügig weitergeführt wird. Das liegt in der Hand der jeweiligen Länder. Aber es ist von einigen Teilnehmern auch deutlich geworden, dass natürlich auch die Menschen große Erwartungen haben und vor allen Dingen wirtschaftlichen Fortschritt sehen wollen, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Doch für einen wirtschaftlichen Aufschwung brauche es vor allem Rechtssicherheit, hieß es beim Treffen der Wirtschaftsminister mit Unternehmensvertretern. Die Regierungschefs arbeiteten sich derweil an den vielen Streitfragen der Region ab, ganz oben den Grenzkonflikten zwischen Serbien und dem Kosovo. Da erscheint die EU fast schon wie das gelobte Land. Wir wissen, dass es im Inneren der Europäischen Union viel Enttäuschung und Ärger gibt. Aber für uns ist die EU nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern eine tiefe Inspiration und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das heutige Treffen sei ein Anfang. In einem Jahr will man sich in Österreich mit konkreten Fortschritten wiedersehen. Der Weg in die Europäische Union bleibt für alle Staaten des Westbalkans offen, auch wenn er für manche noch lang und steinig werden dürfte. Zunächst einmal sollen aber viele Straßen und Brücken gebaut werden, um Menschen und Wirtschaft in dieser immer noch tief zerrissenen Region miteinander zu verbinden. Flugreisende in Deutschland müssen sich morgen auf Behinderungen einstellen. Nach dem Scheitern von Tarifverhandlungen mit der Lufthansa will die Pilotengewerkschaft Cockpit zwischen 6 und 12 Uhr alle Flüge der Konzerntochter Germanwings bestreiken. Diese kündigte bereits an, dass 116 Flüge gestrichen werden. Hintergrund des Konflikts ist ein Streit um die Übergangsrente der 5.400 Piloten. Seit 50 Jahren arbeiten europäische Länder in der Raumfahrt zusammen und schicken gemeinsam Satelliten und Sonden ins Weltall. Inzwischen sind 20 Mitgliedstaaten an den Missionen der Weltraumorganisation ESA beteiligt. Gemeinsames Ziel: die friedliche Erforschung des Weltalls. Décollage. Rund 250 Satelliten und Sonden hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA in den vergangenen 50 Jahren ins All geschossen. Ihre spektakulärste Mission geht gerade ins Finale. Eine Sonde soll nach einer 7 Milliarden Kilometer langen Reise auf einem Kometen landen. Doch ausgerechnet vor der Feier zum 50. Geburtstag gab es Probleme bei der ESA. Zwei Galileo-Navigationssatelliten waren auf die falsche Umlaufbahn geraten. Erst kurz vor dem Festakt gab es heute gute Nachrichten aus dem Kontrollraum der ESA in Darmstadt. Die Satelliten sind seit heute Morgen, 2.30 Uhr, jetzt in einem stabilen, normalen Zustand. Immer noch in der falschen Umlaufbahn, aber mindestens funktionieren die. In wenigen Wochen steht nun die Landung auf einem Kometen an. Dann geht es unter anderem um die Frage beispielsweise, stammt das Wasser auf unserem Planeten von solchen Kometen? Könnte es sein, dass das Leben nicht hier entstanden ist, sondern durch solche Kometen auf die Erde gebracht wurde? 20 europäische Staaten sind an der ESA beteiligt. Die ganze Welt jedoch wartet gespannt auf Ergebnisse dieser Mission. In Monaco sind am Abend die nächsten Begegnungen in der Champions League ausgelost worden. In der Gruppenphase, die am 16. und 17. September beginnt, trifft der deutsche Meister Bayern München in der Gruppe E auf Manchester City, ZSKA Moskau und den AS Rom. Vizemeister Borussia Dortmund muss sich auf dem Weg ins Achtelfinale in der Gruppe D gegen den FC Arsenal, Galatasaray Istanbul und RSC Anderlecht durchsetzen. Schalke 04 bekommt es in der Gruppe G mit dem FC Chelsea, Sporting Lissabon und NK Maribor zu tun. Bayer Leverkusen erhielt in der Gruppe C Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg und AS Monaco als Gegner zugelost. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 29. August. Dem Osten Deutschlands beschert das Hochmorgen zunächst noch freundliches Wetter, verschwindet dann aber nach Osten und macht Platz für die Wolken eines Atlantiktiefs. In den östlichen Landesteilen ist es heute Nacht überwiegend klar oder nur locker bewölkt, sonst gibt's viele Wolken und von Westen breiten sich einige Schauer aus. Der Tag beginnt Richtung Osten zum Teil noch freundlich, im übrigen Land regnet oder schauert es gebietsweise. Später erreichen die Niederschläge auch den Osten, im Süden sind stellenweise Gewitter unterwegs. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen weht der Wind schwach bis mäßig, auf den Bergen frisch. Im Bayerischen Wald heute Nacht 7, am Oberrhein bis 16 Grad. Dort morgen bis 25, an der Nordsee nur 18 Grad. Am Samstag gibt's im Westen und Nordwesten dichtere Wolken und Regen, sonst recht freundlich, hier und da allerdings Schauer oder Gewitter.
Am Sonntag überall deutlich ungemütlicher mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Dabei wird es kühler. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft. Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Eskalation in der Ukraine, welche Rolle spielt die russische Armee und brauchen wir schärfere Sanktionen? Fragen an den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.